Hallo, hier ist Cinema-Redakteur Ralf Blau mit unserem Filmtipp der Woche. Das ist in diesem Fall das Disney-Musical Die Schöne und das Biest. Ich denke, die Geschichte ist weitgehend bekannt. Es geht um eine verfluchte Kreatur, die einsam in einem Schloss lebt und von einer jungen Frau, Belle, von diesem Fluch erlöst wird, dadurch, dass sich diese junge Frau eben in dieses Biest verliebt. Die Hauptrolle spielt Emma Watson, die sich sehr auf diese Rolle gefreut hat. Sie sagt, sie hat immer davon geträumt, irgendwann diese Rolle zu spielen und auch irgendwann in einem Musical aufzutreten. Der Film basiert auf dem originalen Trickfilm von 1991 und bietet eigentlich genau das, was man erwartet. Unglaublich schwelgerische Gesangsnummern, es wird wahnsinnig viel gesungen, man muss also Musicals wirklich lieben, dann bekommt man aber auch genau das geboten, was man erwartet. Zauberhafte Kulissen, wunderbar choreografierte Musical-Gesangsszenen, ganz tolle Kostüme. Es ist wirklich ein sehr, sehr prachtvoller Film von der ersten bis zur letzten Minute. Ein Film für große und kleine Musical-Fans, für die ganze Familie. Was ein bisschen dagegen spricht, vielleicht die Länge 130 Minuten, ist zumindest für kleinere Zuschauer einfach eine wahnsinnig lange Wegstrecke. Aber es lohnt sich auf jeden Fall für alle, die Disney-Filme mögen, die Musicals mögen. Also ein zauberhafter Film, der genau das bietet, was Musicals-Fans von so einem Film erwarten.